Leute. Hä? Warum bin ich alleine hier? Wieso braucht Jay denn so lange? Aua. Jay! Aua. Jay! Ja, ich komme. Aua. Au. Uff. Aua. Das tut so weh. Aber ja, jetzt bin ich auch hier. Jay? Was ist mit deinem Bein passiert? Ach, ich möchte es nicht so gerne sagen. Aber warum nicht? Was ist daran so schlimm? Also, es ist meine Schuld. Und jetzt ist Gott bestimmt sauer auf mich. Aua. Hör auf zu weinen und erzähl mir, was passiert ist. Okay, also, ich und mein Freund, der Robert, waren oben auf dieser Rutsche. Und wir haben unsere super coole Ninja-Skills ausgeübt und dann habe ich gesagt, dass ich ihn bestimmt mit meinem ober super coolen Ninja-Skills besiegen könnte und ober super coolen Ninja-Skills. Okay, ja. Das ist nicht witzig. Okay, sorry. Also, dann sagte Robert, dass es nicht wahr ist und dass er extrem super coole Ninja-Skills hätte und er würde mich auf jeden Fall besiegen. Oh, okay. Und was hast du gesagt? Gesagt? Ich hab nichts gesagt. Ich war total sauer und ich wollte ihn schubsen. Und weißt du, was dann passiert ist? Was denn, Jay? Ich hab mich eigentlich selber geschubst. Und ich bin von der Rutsche gefallen. Oh nein! Und jetzt ist mein Bein gebrochen. Es ist gebrochen. Und es ist alles meine Schuld, weil ich war sauer. Warte. Und deswegen glaubst du, dass Gott sauer auf dich ist? Ja. Weil du auf Robert sauer wurdest und ihn schubsen wolltest? Ja. Gott ist bestimmt sauer, Lola, weil er sagt, dass wir uns gegenseitig alle lieben sollen. Und das habe ich nicht hinbekommen, weil ich einfach so ein Sündiger bin. Irgendwie passiert das immer wieder. Ich sündige. Aber Jay, deswegen ist Jesus doch gekommen. Was? Wie meinst du das? Es ist wie die Geschichte mit den Israeliten. Israelititen? Ja, genau. Die Israeliten waren Sklaven für die Ägypter und konnten nichts tun. Okay. Die Israeliten beteten immer wieder, dass Gott sie helfen würde. Und genau das hat er getan. Er schickte einen Retter, Mose, der die Israeliten vom Pharao befreite. Ah, Mose. Ja, das ist cool. Aber was hat das mit mir zu tun? Na, Jay, du und ich und alle anderen auf dieser Welt, wir sind auch alle Sklaven. Echt? Also, ich nicht. Sklaven zur Sünde, Jay. Wie die Israeliten Sklaven der Ägypter waren. Oh, okay. Verstehe. Nicht. Und wie Mose von Gott geschickt wurde, um die Israeliten zu befreien, so schickte Gott seinen einzigen Sohn auf der Erde, um sich zu opfern, damit wir alle von der Sünde befreit werden können. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ah, ja, jetzt verstehe ich das. Wirklich? Das heißt, dass Mose für die Israeliten das war, was Jesus für uns ist. Genau. Und das heißt, dank Jesus können wir von der Sünde befreit sein. Ja, Jay, mein Freund. Das ist so cool. Wie komisch, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin, weil es macht ja total Sinn. Das ist extrem obersuper cool. Du hast recht, das ist wirklich extrem obersuper cool. Aber weißt du was? Was denn? Du wirst zum Glück deine obersupercoolen Ninja-Skills nicht irgendwann bald benutzen können. Ja, ich weiß. Es tut auch noch immer wirklich, wirklich, wirklich weh. Aua. Naja, aber selbst schuld. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Leute. Was denn? Du wolltest eigentlich nur Tschüss sagen. Ja, stimmt. Bis bald und habt noch einen schönen Sonntag. Ja, so schnell geht das nicht. Moment. Tschüss, tschüss. Au! Ah,